Mal ab. Frage, wenn, nachdem du viel Tagesfreizeit in Monaco hast, schaust du dir den Eurovision Song Contest an? Sagt dir der Name Conchita Wurst was? Ja, sag mal was, den Contest habe ich leider nicht gesehen, ich habe den österreichischen nicht gesehen. Aber ich habe den von der Lena gesehen. Genau, wollte ich gerade sagen, Lena Meyer-Landrut, die 2010 den Song Contest gewonnen hat, den hast du gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Und auch begeistert, wie wir alle? Ja, ich war sehr begeistert, dort einmal. Heute habe ich das nicht mehr so verfolgt, aber dort einmal war ich sehr begeistert. Hast du sie fesch gefunden? Ja, alle haben sie wahnsinnig geil gefunden, oder? Ja. Muss man wirklich sagen. Okay. Und das Interessante ist, sie wird immer schöner und immer talentierter. Das ist ihre neue CD Crystal Sky und wir hoffen, wir haben sie jetzt aufgeweckt hinten. Ich hoffe, sie kommt jetzt. Yes, Lena! 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 Liebe Lena! Darf ich dir und mir ein Glas Wein geben? Ja, sehr gerne. Ja, weil gespritzt oder pur? Gespritzt. Ja. Bitte. Liebe Lena, liege ich gleich. Du hast die Frage sicher schon. Hast du geschlafen hinten? Ihr seid zwei Schweinchen, seid Wieso? Ihr. Wieso? Ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Ja, aber das macht doch nichts. Ich fühle mich so wohl hier bei euch. Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir hoffen, dass. Ich habe dir eine Decke bringen wollen, aber du brauchtest keine. Nee, es war so. Ich war aber auch sowas in einer Parallelwelt. Was? Nein, danke. Lebst du so anstrengend gerade? Ist dein Leben gerade komplett anstrengend? Naja, also was heißt komplett anstrengend? Man reist halt viel und ich finde, Reisen macht total müde, ehrlich gesagt. Ja, schau mal, hier überall auf der CD auch die schlafende auch Lena. Wenn man das mal groß nehmen kann, hier schlafend, hier am Cover schlafend. Ja, oh. Man kann dich nur mehr so ablichten. Ja. Ja. Das ist ein Look. Ich zieh's durch. Aber hier ganz kurz wach. Ja, gut, kleine Augen. Ja, aber kleine ganz Augen. Kleine Augen. Ja. Kurz vorm Aufwachen. Ist es dann PR-technisch überhaupt gut, dass du gerade die Augen aufhast? Achtung! Achtung! Oh Gott. Nicht im Wein schlafen. Schläft im Wein. Das Haar im Wein. Mhm. Du bist ein großer. Stößchen. Stößchen? Achso, man hält das hier unten, ne? Aha, okay. Gerhard, du hast noch? Ja, Prost. Prost. Prosti. Gerhard, willst du nicht doch auch Wein haben? Das ist doch lächerlich langsam. Ha? Ja, Wein eben. Gib mir die Flasche. Ja. Ja. Gerhard Berger trinkt nichts, wir haben es gehört, aber also jetzt soll ich das da rein? Ja, spritzt warum nicht. Das ist gut, das sind die diskreten Gläser, aus denen ich auch immer trinke. Mhm. Damit man es nicht merkt. Liebe Lena, die Frage hast du 10.000 Mal gehört. Wie hast du es geschafft, nicht vollkommen durchzudrehen und verrückt zu werden, drogensüchtig zu werden nach diesem unglaublichen Hype nach 2010? Wie hast du es geschafft, so da zu sitzen wie jetzt? Ja. Weil normalerweise hätte ich gedacht, dein neues Album heißt Crystal Meth und nicht Crystal Sky. Ja. Wirklich, du siehst blühend aus, du bist in Bestform. Wie geht das? Ja, wegen den Drogen. Ja. Na, hast du Drogen genommen? Nein. Ich habe einfach eine gute Mutti irgendwie und eine gute Familie und gute Freunde. Und ich glaube, wenn man so mit sich im Reinen ist und gute Leute um sich rum hat, dann ist es so wie in jedem anderen Beruf oder so wie überall anders auch, dann geht es einem gut. Aber wie ist das jetzt? Gehst du einkaufen, ja oder nein? Ja, sicher. Aber bei Zalando? Naja, also klar, Online-Shopping ist eine Möglichkeit. Ich gehe jetzt nicht auf die große Einkaufsstraße, Freitagnachmittag 14.30 Uhr, wenn gerade alle aus der Schule kommen. Ja. Aber ich gehe schon einkaufen. Also, es ist schon ein bisschen anstrengend, aber ich will mir ja jetzt auch nicht alles nehmen lassen. Ja, machst du es mit Sonnenbrille und sowas? Weil es ist auch peinlich, in H&M reinzugehen mit einer fetten Sonnenbrille, Käppi, Rollkragen, Pullover und Jogginghose. Dann denken auch alle, wo ist sie gerade. Du könntest diese Crow-Maske aufsetzen. Ja, gut, das wäre wahrscheinlich. Crow, ich nenne ihn Crow. Nein, er ist Crow, nicht Crow. Ja, aber ich Crow ist die Krähe. Ich weiß, aber ich finde den nicht so gut, darum nenne ich ihn Crow. Crow, die Crow-Maske. Das ist sehr, sehr nett. Ja, ich kenne den, aber auch. Du sagst auch Mike Jagger, oder? Mike Jagger, ja. Ja, sicher. Ja, ja. Aber der Hype hat ja auch ein bisschen nachgelassen, nehme ich an. Absolut. Nach dem Song Contest war es wahrscheinlich unerträglich. Jetzt bist du immer noch bekannt, aber ich denke mal, es hat relativ nachgelassen, oder? Ja, also unerträglich war es auch nicht. Aber also es ist ja, also alle sagen auch immer, ja und Gott und so schlimm und es war ja alles ganz furchtbar und so. Aber irgendwie, also auch jetzt so mit diesem Phase so ein bisschen negativ und so, ich glaube, es gehört einfach dazu. Also ich bin da auch gar nicht so aufgeregt oder so hysterisch. Ich denke einfach, ja, mein Gott, das ist halt der Beruf. Das du ist normal. Euch ab. Du, wir haben ja, wenn es Postings in Zeitungen gibt zu uns, 120% negativ. Natürlich. Immer. Seit Jahren. Ich würde nur positiv über euch schreiben. Ich weiß, wir über dich ja auch. Ihr seid so schön. Ja, ich weiß.
Liebe Lena, dürfen wir einen kleinen Ausschnitt aus deinem neuen Album Crystal Sehr Sky gerne. Zeigen? Und zwar Traffic Lights. Sehr gerne. Lena. Vorsichtig. Lena, Traffic Lights. Danke. Aus Crystal Sky. Ja. Und das war der Beweis, dass du tanzen kannst, oder was? Also, weil ich fand ja immer total super, dass du diese merkwürdigen Bewegungen gemacht hast auf der Bühne und plötzlich tanzt du wie so eine Musical-Darstellerin. Naja. Ja, oder so ähnlich zumindest. Aber also, ich fand das, was man sozusagen macht, also das, was ich auf der Bühne mache, ist sowas wie Contemporary, das heißt Ausdruckstanz. Man bewegt sich so, wie man sich fühlt. Ja. Und das sieht in den meisten Fällen auch nicht sehr schön aus. Ja, aber cool. Aber es ist auch egal. Das, immer gut ausgesehen, das hat sich so ausgesehen. Ja, nein, das ganz dich aus. Ja, so weißt du, so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das ist so wie bei Grönemeyer. Ja, das, mir ja, gefällt gut, sowas. Mir gefällt sowas. Aber keine Frau hört gern, dass sie tanzt wie Grönemeyer. Ich sage, es ist so sie wie... Tanzt, ja, sie tanzt, ja, wie er singt. So, genau. Und da haben wir den nächsten Hit von Herbert Grönemeyer. Ja, genau. Sie tanzt wie er, ja. Aber also ich habe lange, lange Jahre getanzt und ich hatte einfach mal Bock zu tanzen in einem Video. Und der junge Mann, mit dem ich da tanze, ist Maurice, auch jemand, mit dem ich früher in der Schule noch, in Schulzeit noch zusammen getanzt habe. Und den in Hannover? Angerufen, ja, und den habe ich angerufen und gesagt, hast du Bock? Und hat er gesagt, ja, sicher. Cool. Ja. Das heißt, ist das jetzt was, was man zum Beispiel dann auch in New York hört? Nee, also noch nicht. Aber ich glaube, dass das auch einfach irgendwie erstens Arbeit ist, wirklich nach New York oder nach Amerika einfach zu fahren und sagen, hallo, ich bin's, Leni. Hörst Leni, Leni ist schon? Nee, Lena, also. I'm the one who closes her eyes. Hä? Schau, wie toll das aussieht. Ah, nein, ich meine, das ist total cool, oder? Ja. Wenn das wäre auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Immer einfach die mit Augen immer zu. Die Augen zu. Die Schlafende. Ein Lied auf dem Album heißt tatsächlich auch Sleep Now. Wirklich? Ja. Welche Rolle nimmt der Schlaf in deinem Leben ein? Ja. Nein, im Moment eine sehr kleine, aber sonst auch eine sehr wichtige. Wann gehst du schlafen, wenn du nichts zu tun hast? Also ich schlafe gerne und viel, sowas 11, wie 8 bis 10 23 Stunden. Uhr bis 8 Uhr? 23, ja. Ja? Ja? Darf ich fragen, wie du schläfst? Nackt oder mit Pyjama? Ja, und wie man einschläft, das sagt auch mal so viel. Auf der Seite oder am Bauch, Rücken? Ich bin ein Seitenschläfer. Ja. Rin. Seitenschläferin. Mhm. Und was ich tatsächlich vor nackt ein paar Nackt oder Monaten, im Pyjama? Sag ich nicht. Ach so. Vorsichtig. Ich nackt. Du nackt? Ja. Komplett? Nur im Sommer? Komplett. Winter auch? Komplett Fenster nackt. Auf oder zu? Auf. Ja, ich auch Fenster auf. Auf jeden auf. Fall auf. Auch im Winter auf. Mhm. Auch ich auch Tür auf. Ja, in der Hoffnung, damit was wirklich passiert. Auf. Ja, klar. Ja. Bin ich bescheuert. Gerhard. Bei mir, Gerhard. Alles nackt. Zu, alles zu. Was? Alles zu. Nackt. Ganz Gegenteil. Nackt, nackt zu. Oder angezogen? Nackt. Pyjama. Pyjama, ja, das ist der Gentleman. Mit so Rennautos oder was? Nein. Wahnsinn. Glaube ich dir übrigens nicht. Um jetzt nochmal hier eine kleine Verbindung zu schaffen. Bist du eine, die sich am Sonntag Formel-1-Rennen anschaut? Nein. Oder ist das die Zeit des Schlafens? Wirklich, also sorry, das, no offense, aber Formel 1 ist für mich eines der langweiligsten Sachen, die es wirklich gibt. Weil ich kann einfach nicht, also klar, ich verstehe das, es fahren Autos und einer gewinnt so, aber es ist für mich einfach zu, es ist zu lange das gleiche Bild. Dann ja. Ich werde einfach, das mache also. Ich gebe es weiter. Danke. Zu lange das gleiche Bild. Na, Lena ist in Wahrheit die Niki Lauda, oder? Ja, ja. Der ständige du bist Preis die Niki Lauda, diese ständige im Kreis fahren ist öd. Ja, liebe Lena, ganz kurz noch, viele haben mich gefragt, wieso, wann, ihr habt Lena in der Sendung, wann trittst du denn endlich in Österreich auf? Du hast, glaube ich, noch keinen wirklichen Auftritt in Österreich absolviert. Um Gottes Willen. Why? Ja, weil keiner kommt. Quatsch. Wie, was heißt, du weißt es ja gar nicht, du bist ja noch nie aufgetreten. Lena, ich bitte dich. Und kommt ihr? Ich ja, will sofort kommen, ja. Gerhard kommt auch, ja, kommt wieder angeflogen, oder? Ja, passt. Ja, dann lass mal einen Termin machen. Okay. Gut, meine Damen und Herren, also merken Sie sich, wir werden es Ihnen verlautbaren, wann Lena mit uns gemeinsam und Gerhard Berger auftritt.
Zu viert schlafen in einem riesigen Doppelbett. Ja. Er im Pyjama, wir alle anderen nackt. Lieber Gerhard, ich darf mich bedanken dafür, dass du heute hier warst. Und liebe Lena, bitte hier kaufen Sie, hören Sie die CD. Ach, hören Sie mal. Erstmal hören, dann können Sie selber entscheiden. Und dann. Wir freuen uns, dass ihr beide da wart. Das war die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ferien. Wir machen weiter am 22.3., am 9. Wir bedanken uns bei Gerhard Berger und Lena.